Und wir haben einfach ein weiteres Mitglied und das ist Hotdog, aka Wuffels. Ja Leute, ich habe endlich das Event Wuffels geholt. Mit der Fähigkeit Tempomacher, hat ein neutrales Wesen, hat die Attacken Donnerzahn, Biss, Tackle und Goldene Zeichen. Und bitte, ich brauche den Normium Z, Alter, ich werde so Goldene Zeichen spammen, Alter. Z, Goldene Zeichen, alle Stats auf plus 1, doppeltes Preisgeld, was will man mehr? Ein Pokémon-Sucher, ist das nicht toll, Killer-Socker? Und was ist ein Pokémon-Sucher? Du bist so inkompetent, Tali. Bei deinem Pokémon-Sucher fotografiert den Pokémon sehen auf dem Bildern einfach total süß aus. Ja, du bist auch ein Vibe, Alter. Findest alles süß. Ein Kakaofen auf dem Boden. Oh, wie toll! Okay, das ist jetzt kein Angriff gegen Viber, aber... Und Bodo! Oh, das tut auch bei mir an den Augen weh. Manu! Da ist ein Sticker! Oh mein Gott, den holen wir uns gleich. Da habe ich auch noch, da ist noch einer. Ja moin! Wir haben bald so viel Spaß mit den Stickern, Leute. Es ist Encounter-Zeit, Leute. Was ist es? Magnetilo? Yo! What? Ah, Level 9. Heftig. Zum Glück kein Abra. Super Schall, oh Mann! Okay, ja, wir können aber andere Gegner ärgern. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Son of Police, Alter! Yes, Mann, Alter, der kleine Polizist hier ist unterwegs. Bitte hast du jetzt schon Donnerschock, Alter. Ja, Mann, ist halt robust. Spezialangriff plus, Alter, und Verteidigung minus. Ein mildes Wesen, ja, moin! Den Donnerschock packe ich schon mal nach vorne. Dönerwelle, Superschall-Tackle und nochmal der Döner-Schock, Alter. Das ist einfach heftig. Weil Leute, das ist eine neue Erneuerung dieses Spiels, denn wenn man genug Herrscher-Sticker hat, kann man ein Herrscher-Pokémon bekommen in der Originalgröße einfach. Digga, Leute, das ist einfach krass. Und wer weiß, vielleicht werden wir ein bestimmtes Herrscher-Pokémon mal vielleicht ins Team nehmen. Da steht alles noch offen, Leute, steht alles noch offen. Killer Soccer, Team Sky wird uns echt die Winzerwaldschaft vermiesen. Die verdienen eine Abreibung. Ja, Mann, Alter. Und wir fangen natürlich auch mit meinem Sound of Police an, Alter. Ha! Ein Zubat! Ha! Du bist aber süß! Sound of Police! Echt jetzt? What? What ist gerade passiert? Bruder, du wurdest gedönert. Du wurdest gedönert. Geh mal weg hier. Der hat, glaube ich, einen Mango Spectre und das berüchtigte Farbigel. Je nach Starter hat es, glaube ich, den effektiven Move. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das bedeutet, weil ich Hoodie habe, müsste der eigentlich Blut besitzen. Bin ich mir aber nicht sicher. Es kann auch, keine Ahnung, hier Aquahoppitz oder so haben. Level 10! What? Beruhig dich, Digi, beruhig dich. Wir dönern ihn erstmal. Verfolgung. Wird resisted. Das ist ein resistester Move! Was ist kaputt mit dir? Ey, Lima, kannst du mal aufhören? Du sollst gedönert werden. Siehst du es nicht ein? Nein! Ja! Uhuhu! Die Hex, Alter! Hexgott, Hexgott! Fick dich! Warum? Ja, Boy! Oh, du bist so süß! Ja, der Kleine hier hat Glut! Aber nix, Alter. Gib dir jetzt den Dönerzahn, Mann, Junge! Dönerzahn! Elima, hör auf. Hör bloß auf, Alter. Das ist ja ein süßer Damage. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshülle ab. Ich nenne sie die Elima-Prüfung. Bräh. Bräh. Hier irgendwo noch? Ja, moin. Da unten habe ich auch noch einen gesehen. Ach, das ist herrlich. Das ist einfach nur herrlich. Das mit den Stickern haben sie gut gemacht. Das ist, glaube ich, so ein Ersatz im Gegenzug gegen diese Zigarren. Muss man auch überall suchen. Really? Wir hätten ein paar Timimi noch kriegen können. Gut, dass wir Sound of Police haben. Meine paar Timimi. Lässt sich drüber streiten. Also, das... Wenn du einer... Das unnötigste Item einer Naslok sind Beleber natürlich. Und die Tuckbeleber. Und wir kriegen natürlich 3 Exemplare davon. Wie, du möchtest Fang spielen? Na gut, der alte Haller wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich Inselkönig. Yo, wie Haller läuft!
Alles klar. Das wird unser Counter sein. Komm, komm her. Was ist es? Was ist es? Es ist ein Rettern. Ey, bitte Bedroher. Hab Bedroher. Dann liebe ich dich. Son of Police. Es hat Bedroher. Wuhu. Alter, die Encounter kommen und kommen. Eins. Zwei. Komm. Gib ihm die drei. Gib ihm die vier. Gib ihm die vier. Wuhu. Alter, ich hab so Lack gerade. Unnormal. Und Son of Police ist Level 11. Neue Attacke. 29er Spezialangriff. Was? Magnetbombe. Eine weitere Step-Attacke. Und ich glaube, die ist sogar noch stärker als... Wie viel? 60er Step-Angriff. Ja, moin, Alter. Ja, moin, Alter. Alter, wenn Sound of Police nicht durchdreht, weiß ich auch nicht weiter. Ohne Witz. Ja, also das Rettern nehmen wir mit. Aber das geht erstmal in die PC-Box. Das brauchen wir nämlich erstmal noch nicht, Leute. Unser Team ist erstmal super einfach. Dann besteht deine nächste Prüfung darin, mich in aller meiner Schönheit zu besiegen. Ich weiß nicht, ob du so richtig schön bist. Zeig mir mal dein Gesicht hier, also. Ja, also mit dir kann man schon was anfangen hier, schöne Charlize. Nicht lange reden und rein. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Warum ein Kramux? Ich meine, okay, Unlicht-Pokémon, aber... Unlicht brauchen wir doch gar nicht so undringend, oder? Doch, wir brauchen kein Unlicht, wir haben Shadow. Digga, Kramux ist einfach... Durchs Töten. Ja, ich fang's. Alter, du bist ein nutzloses Pokémon, jetzt bleib drin. Alter, geh zu meinem Sound of Police, kill ich dich, Alter. Das war jetzt eine Warnung. Okay, Kramox, ich mache dir ein Angebot. Wenn du jetzt die Aquaknarre von Mövenpick tankst, darfst du gerne mit mir kommen in meine Reise. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Ein Crit. Tja, Kramox, tut mir sehr leid. Tut mir leid. Hast es leider nicht geschafft. Bin auch gar nicht enttäuscht dafür. Sound of Police ist einfach so das geile Pokémon für alles gerade. Ja, Flinkklaue. Magnetbombe. Ach, ganz am Ende Dönerstock. Es ist Hoodie, Leute. Es ist Hoodie. Ich unterschätze Hoodie niemals, Alter. Hoodie ist Hoodie. Okay, wir hätten Kramox kriegen können. Nebulak weiß ich auch. Und da, guck. Da ist Nebulak. Ja, das ist Nebulak. Das ist einfach Nebulak. Und wir kriegen es nicht. Und warum? Weil Pokémon uns natürlich hasst. Aber Pokémon hat uns Sound of Police geschenkt. Das hat... Wo die flüchte? Flüchte doch! Gibst du mir jetzt die... Genau. Ich muss erst die Para bekommen, um flüchten zu dürfen. Sehr logisch, Game Freak. Ich wollte den Vorschüler. Na, komm mal her, hier. Wie heißt du denn erstmal, Kleiner? Cedric? Junge, was macht Cedric aus AP4 Gaming hier? Was ist los mit dem? Du kannst dich mal verwissen, der Kleine. Windstoff? Einen denke ich noch. Triff. Inazuma, ich glaube an dich. Gut. Finalschlag. Halt's Maul. Aber es gibt Item. Noch, ey, diese Supertränke. Die sind ja unnormal. Locker da drin gibt's einen Herrschersticker. Ich call es, ich call es. Kein Herrschersticker. Ich habe gerade was bemerkt, Leute. Der Akku ist gleich rot. Der Akku ist rot. Muss ich mal kurz aufladen. Wir wollen ja nicht, dass das Spiel mitten in der Aufnahme hier ausgeht, hier, ne? Lass es auf den Wellen reiten, Alter! Was ist kaputt mit dir? Hat es keine Erziehung, oder was? Sound of Police setzt Verfolgung ein.
Ja, jetzt denkt ihr euch nur so, Dicker, was? Wo kann das Ding Verfolgung eigentlich? Tja, Leute, aber es ist ja nicht Sonderpolis. Es ist mein kleiner Shadow. Ja, los, Shadow. Würde ich mal sagen, gib ihm nochmal eine Verfolgung und das war's auch schon für den Kampf. Alles klar, Leute. Das merke ich mir. Das direkt nachdem wir Halla besiegt haben, werden wir herkommen und eine Runde Mantax surfen. Das verspreche ich euch. 18 Level, Alter. 18 Level noch und wir haben einen Zoroark. Wir haben einfach einen motherfucking Zoroark. Was kriegst du uns? Geht's dir gut? Yo! Was? Top Genesung, alles klar. Du kleines Miststück, Alter. Krittest du schon wieder? Ja, Flinkklaue. Döner-Schock. Du wurdest gedönert. Ach ja, ich liebe es, Leute zu dönern. Ah, nee, nee, das ist immer noch dieselbe Route. Das heißt, hier darf ich keinen Bock fahren. Flügelschlag. Hä? Oh, es ist ja nur Fee. Ha. Der Feenbrise. Kennst du dieses tolle Item schon? Hier, ich gebe dir ein paar von meinen ab. Beleber, real life. Mit einem Beleber kannst du ein Pokémon, das kampfunfähig ist, wieder fit machen. Das weiß ich übrigens mein Pokémon. Und apropos Tränke. Ein Tafelwasser haben wir. Super Tränke. Ich habe Tränke natürlich erstmal gekauft. 25 Stück. Und damit wir auch jeden Encounter catchen können, habe ich nochmal 58 Pokebälle. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Oh Leute, das habe ich so vermisst, Alter. Die Prüfungszeit. Yo, ich sehe erst jetzt, Junge, der diesen Level 11. Ich hätte grinden müssen. Hyperzer! Okay, gut, dass das kein Step mehr ist. Alter, der hätte wehgetan. Oh shit, Sound of Police meint jetzt richtig. Super zart. Okay, okay, okay. Es macht nur die Hälfte. Ja, moin. Tür 31, Durchbruch. Game Freak, ihr habt das ein bisschen einfach gemacht hier. Keiner aus meinem aktuellen Team kann Durchbruch lernen. Geil. Geil. Ha, got it. Noch ein Supertrank. Was ist denn hier los? Ich schwör's dir. Na, du Bike, erinnerst du dich noch an uns? Nö. Echt jetzt? Und wenn wir uns so hinstellen wie neulich, erinnerst du dich dann, erinnert sich dein Dickschädel dann an uns? Ja, wir outspeeden und treffen sehr effektiv mit einer Step-Verfolgung. Ah, Shadow, du sollst noch, du müsstest langsam mal one-shotten hier. Lichtschild! Yo! Yo! Das wird gelernt! Super Schal, es tut mir leid. Verschwinde. Lichtschild ist so heftig. Checkst du das? Echt jetzt? Geschneit, klingt nach dem Plan. Auf geht's! Da war safe nicht damit einverstanden, aber. Scheiß mal auf die Team Skull-Mucke, Alter. Jetzt ist wieder die wunderschöne Prüfungszeit-Mucke. Leute, es ist soweit. Ich gehe, ich heile mich nochmal vorsichtshalber. Okay, ich habe ein X-Abwehr. Könnten wir eigentlich rein theoretisch auch benutzen? Warte, wir haben 5 Supertränke. Das dürfte, Alter, wir dürfen mit den Tränken gerade gut, richtig gut im Vorteil sein. Level 12! Ey, ich hätte definitiv grinden müssen. Verfolgung. Das wird nicht resistet. Bitte mach Superzahn. Mach Superzahn. Ja! Radikal ist paralysiert. Okay. Beide sind geparat. Beide sind geparat. Beruhig dich. Beruhig dich. Ich kann nicht switchen, Alter. Das Rad fast... Ey, fuck. Para. Hör auf Verfolgung! Der wird mich töten. Egal, Risiko. Sound of Police, tut mir leid! Aber gegen wen? Zu was soll ich switchen? Ey, ich lass nicht so, dass irgendein Poke stirbt, Alter. Ich muss jetzt eigentlich das erste Poke verrecken. Ratz muss verrecken.
Du bist schneller! Ja! Und jetzt bitte, verrecke! Para! Nein! Fick deine Mutter, du Hurensohn! Ja, Leute, das erste Poke im Part 7 verreckt. Egal, nicht schlimm. Jetzt kommt die Paralyse. Ohne Witz, ich hasse dich, Kerl. Du bist jetzt mein Hate-Poke. Irgendwie reißt es, du musst es reißen. Willst du dich verarschen? Jetzt kommt die Para! Ey, das Spiel hasst mich. Okay, ich hasse dich auch. Komm, den muss ich tanken. Ja, tanke ich. Bist du ein verfickter Hurensohn? Du bist ein Hurensohn. Ich hasse dich. Ach ja. Ina, so machst du tot. Aber es hat sich geopfert, um damit wir diesen Z-Kristall bekommen. Und den werde ich auch in Ehren tragen. Ich hoffe, Inazuma wird das einzige Poke sein, das von mir verreckt ist, Alter. Aber wir kriegen einen Encounter. Und das habe ich bezweifelt. Und das wollte ich nicht. Bleib drin, du bist ein nutzloses Viech. Siehst du es ein, dass du nutzlos bist? Du siehst es ein. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar, dass du es einsiehst. Okay, so unnötig war es jetzt auch nicht. Angriff plus, aber Völlerei. Ja, Völlerei will ich nicht spielen. Das ist mir einfach nicht so geheuer. Ja, geh in die Box. Was hätten wir kriegen können? Hau raus! Besser als ein Ratzratz! Du erhältst Lockbone. Okay, was ist denn da Lockbone? Ja, statt dass du mir das mal erklärst, was da Lockbone ist. Diese rote Kraft bewirkt, dass wilde Pokémon mit hohem Level für eine bestimmte Zeit viel häufiger erscheinen. Ah, okay. Schöne Kraft. Wir müssen jetzt erstmal hier Mabula erstmal begraben. In der Todesbox. Warte, Snakeline. Box 2. Und unnötig geht auch in die Box 2. Es ist Encounter-Zeit, meine lieben Freunde. Habitak. Gerade eben sage ich noch, ich will kein Flug-Pokémon. Kriege ich ein Flug-Pokémon? Er stirbt mir Mabula weg und dann kriege ich nur Scheiße. Oder eher gesagt, Sound of Police klatsche ich weg. End dot. Perfekt. Jetzt übe ich mal ein bisschen Rache hier für meine Mabula. Ernsthaft? Schon wieder die Flinkstange? Was? Ah, es ist viel Pflanze, es ist nicht Elektro. Scheiße. Ja, da müsste Magnetbombe gut sein. Okay, was für ein Flug-Pokémon würde es noch geben, außer Habitak? Habitak! Ja! Ein Habitak! Und das ist unser Encounter. Ein Raupi. Ein süßes, kleines, dummes Raupi. Geh rein! Bist es nicht wert? Muss ich ganz ehrlich sagen. Bist es nicht wert, Raupi? Was soll ich mit Zwettbung? Hätte ich nicht einen Choreogel kriegen können wenigstens? Choreogel, Mann. Aber das Ding gibt gute Erfahrungspunkte. Plus das, was uns Rotom noch gegeben hat. Alter, wir werden jetzt gleich in Erfahrungspunkten strömen. Meereshöhle. Wir haben noch eine Chance, ein weiteres Encounter zu holen. Guckt euch das an. Ist das geil?
Mirin? Natürlich, du hast Quaff-Quaff mit deinen Step-Kopf-Nose-Flinches. Ey, muss ich jetzt wieder taktisch spielen hier? Dönerwelle. Kopfnuss, hab ich nicht gesagt. Ja. Halt's Maul, Alter. Halt's Maul. Dann macht er den Sandwirbel. Wie dreckig bist du eigentlich? Wie dreckig? Danke, Dönerwelle trifft. Warte mal. Warte mal. Ist gerade das, was ich gerade denke? Magnetbombe ist physisch. Ich bin doch auch so ein Vollidiot. Dann mache ich den Donnerschock. Junge, ernsthaft 1000-mal mehr Damage. Mit der Donnerschock! Der Döner ist immer am Start, meine Freunde. Anton! Okay. Ist nicht scheiße. Ist nicht scheiße. Ich guck mal kurz. Ah, okay. Wir haben Möwenpick. Aber es ist eigentlich auch gleichzeitig ein Psycho-Pokémon. Und ich sehe jetzt gerade erst, ich habe Ash die ganze Zeit noch bei mir. Ja. Ash, du verlässt mich nicht. Aber Anton... Leute, Anton ist gar nicht so scheiße. Ohne Witzchen. Ich hab einen perfekten Namen. Perfekter Name. Ey, ich hoffe, der geht auch. Das ist der liebe Dagobert. Der kleine Dagobert. Wohin soll Dagobert gehen? Erst... Nein, oh, ich wollte den Bericht doch noch gucken. Du kannst mein Team fit machen? Geil. Muss man es ernsthaft ansprechen? Oh, leck mich am Arsch, Alter. Was bewegst du dich nicht einfach? Was ist denn dein Problem? Mann, ja, Cosmog. Und deinem Magnetido sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Hast mich doch gerade geheilt. Was ist dein Problem? Wenn ihr bloß mein Gesicht sehen würdet. Natürlich muss ich jetzt gegen Kali kämpfen. Oh, Alter, ist das ein neues Feature? Der hat Robber nicht direkt aus dem Pokéball geholt? Einfach los, Robber, Attacke! Voll unfair. Der kommt mit einem Drachen-Pokémon. Alter, am Ende hat er ein Ohafni einfach. Alter, was soll denn das? Was soll denn das? Egal, Sound of Police, du wirst ihn dann ge... Er hat jetzt schon Pikachu. Unsere allererste Z-Attacke, meine lieben Freunde. Die habe ich ja vollkommen vergessen. Ich habe voll vergessen, dass ich wirklich die ganze Zeit die Z-Attacke gegeben habe. Ich habe mehr von dir erwartet. Ich habe eindeutig mehr von dir erwartet. Oh, Para. Para. Ich hasse dieses Spiel! Und Leute, das war's für diesen Part. Ich werde grinden für den großen Kampf im nächsten Part gegen Big Daddy Haller.